Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, morgen ist es soweit, da kriegen wir 15 Gold, das ist super klasse und ich war gestern extrem fleißig, was ich alles gemacht habe, neben zwei Folgen, die released wurden, die ich aufgenommen habe, hat sich bei unseren Helden auch einiges getan. Was genau zeige ich euch, nachdem wir unsere tägliche Routine gemacht haben, seid auf jeden Fall gespannt. So, 10 Alienschläger besiegen. Das klingt ja klasse, Alienschläger. Setze Energiezellen im Laden ein und spiele 3 PvP-Spiele. Okay, gut, das kriege ich alles hin. Das sollte hier in Mission 3, Kapitel 3 auch kein Problem sein, Alienschläger zu besiegen. Wichtig sind für mich immer diese Punkte hier. Denn mit diesen Punkten holen wir, kommen wir nämlich voran in den Spezialmissionen. Und ich möchte mal kurz was zeigen. Hier bei den Spezialmissionen, ihr seht es, wir sind fast am Ziel. Alles, was ich noch machen muss, ist eine einzige Spezialmission, nämlich besiege Iron Mans Team in Spezialoperation 2, Mission 3. Wenn wir das geschafft haben, dann kriegen wir endlich Falcon, endlich unseren ersten Aufmischer. Das wird grandios, also wenn ihr sehen wollt, ich werde vermutlich in der nächsten Episode, spätestens in der übernächsten Episode, werde ich Falcon mit dabei haben. Ich werde ihn natürlich gleich leveln, weil er Aufmischer ist, weil er endlich unser erster Aufmischer ist, den wir bekommen. Und werde ich ihn natürlich hochleveln, grinden, wie auch immer. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich Falcon bekommen habe, dann schaltet ein bei den Spezialmissionen, bei den Spezialoperationen. Hier ist es, da bin ich gerade noch mit dabei, entsprechend zu farmen, das Ganze abzuschließen, damit wir endlich Falcon haben. Ob die Zeit reicht, die noch 6 Tage, um auch Winter Soldier zu holen, weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen. Hier, Shadow Spectre hat unseren Helden eingesetzt, das finde ich klasse. Und auch noch ein paar andere. Ich nehme das mal, Command Alex auch, super cool. So, schließen wir das mal ab, dann gehen wir kurz in den Laden und machen gleich mal 3 Energiezellen. Ja, also, ihr wisst Bescheid. Das steht auf jeden Fall an. In den nächsten Tagen ist Falcon bei uns im Team. Das werde ich definitiv noch schaffen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie ich ihn geholt habe, dann guckt euch die Spezialoperation an. Die Folgen der Spezialoperation sind allesamt vorproduziert und kommen natürlich dann nach und nach erst raus. Ich release immer nur einen Kampf. Oder beziehungsweise ein Bosskampf pro Tag der Spezialoperation. Ich bin schon viel weiter. Wie gesagt, ich bin fast fertig zum aktuellen Zeitpunkt, aber noch nicht sichtbar. Aber dafür ist es ja ein Let's Play, dafür sind es ja Videos, dafür kann man sich das ja Stück für Stück ganz in Ruhe angucken. So, wir haben 15 Gold. Es waren mehr zwischendurch. Es waren zwischendurch mal 40. Ich habe aber, oder waren es 50 sogar? Ne, 40 waren es, glaube ich. Ja, 40 waren es, genau. Und ich habe 25 Gold verschwendet, um eine von diesen Spezialoperationsquests abzuschließen. Da ging es nämlich darum, 12 Gegner zu besiegen. Und 12 Gegner besiegen in den Spezialoperationen ist nicht schwer. Also 12 gegnerische Helden besiegen in Spezialoperationen, das ist nicht schwer. Allerdings ist es sehr zeitaufwendig, weil ich nicht mehr genug von diesen Marken hatte. Also diese, ne, wisst ihr schon, diese Spezialoperationsmarken, davon habe ich nicht mehr genug. Und deswegen habe ich einfach für 25 Gold diese Quest beendet. Das war, glaube ich, wert. Also 25 Gold für 12 Kämpfe ist, glaube ich, mehr wert, als wenn ich für 5 Gold irgendwie 50 Marken kaufe. Zumal auch, okay, vielleicht ist es doch nicht so viel wert gewesen, aber zumindest hat es mir extrem viel Zeit gespart. Und es geht nicht darum, mir die Mühe zu machen, diese Marken zu farmen, sondern einfach Zeit zu sparen, weil die Zeit ist knapp. Sehr knapp bemessen für uns. So, bevor wir dann weitermachen in der Mission, zeige ich euch ganz kurz, was sich getan hat. Denn wir haben hier etwas für Black Widow zu holen und etwas für Daredevil. Was genau, zeige ich euch jetzt. Wir gehen mal kurz auf Erforschen und ich habe offscreen ein bisschen gegrindet. Und ihr seht es, wir sind jetzt in der Lage, Daredevil auf Stufe 20 zu bringen. Ja, meinen persönlichen Lieblingshelden, der in Anführungszeichen Hauptcharakter, der Hauptheld für mich in diesem Let's Play, den ich auf jeden Fall in jedem Team mitnehmen werde. Ich musste die hier auf 20 bringen und natürlich die hier farmen. Das war am schwierigsten, von denen hier 20 zu bekommen mindestens und von denen hier mindestens 1. Und deswegen machen wir das jetzt. 12.000 für Daredevil Level 20. Lasst uns jubeln, Leute. Ja.
Jawohl, neue Ausrüstungsslots und neue Fähigkeit, Radarsinn. Jetzt haben wir endlich die Fähigkeit, die Daredevil eigentlich ausmacht, nämlich seinen Radarsinn, angeboren. Gucken wir uns mal an. Kann heimliche und Ziele unter Schutz angreifen und erhält 25 Präzision gegen sie. Das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Fähigkeit. Dann gehen wir mal kurz auf Versuche, denn jetzt, wo er Level 20 ist, können wir neue Versuche starten und unsere Fähigkeiten erneut aufstocken. Das geht leider nicht mit 3 Sterne Fähigkeit und letzten Riten, dafür muss erst Level 30 sein, aber wir können die Fähigkeiten auftunen, wie zum Beispiel Täuschungsschlag und Schlagstock-Niederschlag zum Beispiel. Gucken wir uns mal an, was auf 3 Sterne macht. Auf 3 Sterne wird die Geschwindigkeit von Schlagstock-Niederschlag, die eigentlich langsam ist, normal. Und das lohnt sich definitiv. Der Schaden geht zwar nicht so besonders hoch, aber die Fähigkeit wird schnell. Und das ist super klasse, denn dann, also wird nicht schnell, sondern schnell leer. Und deswegen müssten wir uns keine Sorgen machen, wenn wir das einsetzen, dass wir irgendwie zu langsam sind. Und Täuschungsschlag, was macht das? Auf 3 Sterne wird die Abklingzeit auf 1 reduziert. Anstatt 2 Züge nur noch 1 Zug und der Schaden wird leicht erhöht. Also auch das lohnt sich. Deswegen werden wir das machen. Wir haben 3860 Fertigkeitspunkte. Ich werde jetzt hier einsetzen, um Daredevil zu leveln, beziehungsweise seine Fertigkeiten hochzuschrauben auf 3 Sterne. Machen wir einmal Schlagstock, Niederschlag. 10-mal benutzt unsere leichteste Übung. Dasselbe gilt auch für Täuschungsschlag. Grandios. So. Dann gehen wir mal auf Ausrüsten. Achso, gehen wir noch mal kurz zurück auf Versuche. Wir könnten ja jetzt Daredevil auch auf 3 Sterne bringen. Schauen wir mal kurz rein, was man dafür machen muss. Nicht gestartet, erlange 5 Fähigkeiten von Daredevil. Das kriegen wir doch hin. Wie viele Fähigkeiten haben wir denn? Schauen wir ganz kurz mal rein. Fähigkeiten, so. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gut. Also das wäre schon mal locker geschafft. Dann würde ich sagen, starten wir das auch mal. 1500 kostet das Ganze. Vielleicht warte ich noch mal kurz. Achso, wir brauchen auch noch hier von denen auch noch ein paar. Benutze Daredevil 10 als Anführer in Nicht-PvP-Kämpfen, kein Problem. Benutze Daredevil 5 mal als Anführer in PvP, benutze Daredevil 5 mal, um PvP-Kämpfe zu gewinnen. 15 mal Schlagstock, Niederschlag, alles kein Problem. Wir müssen nur diese Teile hier farmen. Also ich werde noch nicht das hier auslösen, denn das bringt nichts, weil wir die anderen Sachen noch nicht machen können. Die werde ich noch erfarmen und dann bringen wir Daredevil möglichst schnell auf Stufe 3. So, dann gehen wir mal ganz kurz auf Ausrüsten, bevor wir auf Verstärken gehen. Verstärken brauchen wir nicht, denke ich, mit Level 20 ist er gut dabei, aber ich möchte ihn entsprechend gut ausgerüstet haben. Schauen wir erst einmal bei den silbernen, durchsichtigen rein hier. Sehr, sehr viel Tempo, das ist super, das können wir gut gebrauchen. Plus 4 Tempo, Angriff und Verteidigung. Was macht das? Angriff und Verteidigung. Und das macht Gesundheit und Angriff. Angriff und Verteidigung, muss ich sagen, wäre ja super klasse. Und vor allem auch Tempo. Wir könnten natürlich auch sowas geben hier, ne? Seht ihr, was auf alle Werte gibt? Da wäre aber nicht so viel Tempo mit dabei. Die sind, glaube ich, fast identisch. Das gibt sogar mehr Präzision. Wisst ihr was? Ich glaube, ich setze sogar so ein prismatisches rein. Gucken wir mal ganz kurz bei den Lilan, bevor wir das machen. So, schauen wir mal bei Lila rein. Es hat gerade ein bisschen gehangen hier. Lila, was gibt denn Lila? Präzision und Ausweichen sehr, sehr viel. Das ist auch super. Ausweichen können wir auch sehr gut gebrauchen. Verteidigung, ich hätte gern irgendwie noch ein bisschen Angriffskraft. Hier, Angriffskraft, das ist gut. Ich glaube, ich nehme das hier. Das gibt Präzision, Ausweichen und Angriffskraft. So ziemlich alles, was er braucht. Obwohl das hier 4 Werte gibt. Ausweichen, Präzision, Verteidigung, Gesundheit. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber ich packe, glaube ich, trotzdem das hier rein. Auch wenn das andere eben noch ein bisschen Verteidigung und Gesundheit gibt. Das hier gibt Angriffskraft. Er soll schnell sein, angreifen. Rüsten wir das mal aus. So, und dann gehen wir mal hier drauf. Und schauen mal. So, Lila weg. Und gucken nochmal bei Tempo. Also Tempo, Angriffskraft und Gesundheit. Das wäre schon ziemlich cool. Tempo, Angriffskraft und Gesundheit. Das wäre eine ziemlich coole Sache. Zumal Tempo wirklich im PvP extrem wichtig ist. Dann käme auf über 2001er Tempo. Damit eben auf nicht so viel Tempo. Ich versuche es einfach mal mit Tempo. Ich weiß, dass andere hier gibt es, die prismatischen geben grundsätzlich allgemein bessere Werte. Auch viel Angriffskraft und so ein Kram. Oder wisst ihr was? Ich versuche es einfach mal so. Ich versuche es mit den prismatischen. Und wenn ich merke, der will es zu langsam, der braucht das Tempo unbedingt. Dann werde ich noch ein bisschen So, Gesundheit, Angriffskraft, Präzision. P
perfekt. Das rüsten wir jetzt mal aus. Und wenn ich merke, beginne jede Welle heimlich. Okay, gut, das haben wir auch noch. Wenn ich merke, dass das, achso, 25 Shots auf einen Gegenangriff, wenn ein Verbündeter angegriffen wird. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Können wir auch nochmal drauf achten mit diesen Teilen hier. Ja, es sieht folgendermaßen aus. Ich probiere jetzt mal, ob das Tempo ausreicht, dieses 1900 Tempo. Wenn das nicht ausreicht, dann werde ich natürlich hier ein weißes reinsetzen, um das Tempo noch mehr zu boosten. Ich will, dass Daredevil auf jeden Fall der Erste ist, der angreifen darf. So, oder zumindest einer der Ersten. Auf jeden Fall vor dem Gegner, das ist wichtig. Versuchsmäßig sind wir mit Daredevil jetzt fertig. Und Überraschung, wir haben auch noch Black Widow. Ja, und bei Black Widow hat sich auch einiges getan. Nämlich können wir auch sie hier auf Level 20 bringen. Da habe ich extra für gefarmt. Darum wollte ich nämlich hier 20 von den Roten haben. Und eins davon. Also bringen wir sie auch auf Stufe 20. Und sie hat eine neue Fähigkeit gelernt. Denk an Budapest. Wendet bei allen Gegnern in der Klemme und entdeckt an, wenn Black Widow eingewechselt wird. Verzögert den nächsten Zug nach dem Einwechseln. Okay, gut. Also anscheinend müssten wir Black Widow eher einwechseln, anstatt sie von Anfang an drin zu haben. Da sehen wir doch, was wir machen können. Und ihr seht hier, wir haben Black Widow auch auf 2 Sterne gebracht. Ja, wie gesagt, ich war sehr, sehr fleißig. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Sie hat mich ja in den letzten Episoden sehr, sehr überzeugt. Darum nehmen wir sie hier auch wieder mit. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir auch was auftunen können. Nämlich Witwenstachel zum Beispiel. Ab 3 Sterne geht der Schaden nochmal extrem hoch. Das ist eigentlich ziemlich cool. Möchte ich aber nicht machen. Was macht denn explosive Discs? Erhöht Anwendungschance um 30%. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Und den Schadenswert auch ein bisschen. Ich lasse es aber mal ganz kurz. Ja, sowas hier, das geht auch immer der Schaden hoch. Okay, gut. Also das lasse ich jetzt erst einfach mal. Und was brauchen wir, um sie auf 3 Sterne zu bringen? Ebenfalls 5 Fertigkeiten erlangen, gar kein Problem. Diese Teile hier dreimal, davon auch noch ein paar und davon, das könnten wir machen. Aber gut. So, also ihr seht es. Ich habe mich dran gehalten, was ich glaube, ich habe es in der letzten Episode zwar schon mal gesagt, aber jetzt wisst ihr Bescheid, Daredevil Level 20, Black Widow Level 20, das sind momentan unsere stärksten Charaktere. Als nächstes werde ich Hulk nachziehen, ich hatte aber nicht mehr genug Spähpunkte, um Spähmissionen zu machen und für ihn zu farmen, was nötig ist, um ihn, um das hier zu farmen, um ihn auf Level 20 zu bringen. Aber ich werde jetzt in naher Zukunft hiervon, also am besten später gleich noch, ein bisschen farmen, nämlich das und das. Und dann werden wir auch Hulk auf Level 20 bringen. Dann haben wir unser Main-PvP-Team, unsere Main-Charaktere, die wir einsetzen. Und die anderen ziehe ich alle dann Stück für Stück nach. So, gehen wir doch mal ganz kurz hier. Da hat sich noch mal was getan. Sammeln wir mal was ein. Perfekt. Dann gehen wir doch mal ganz kurz in die Aufgaben schauen, was für Aufgaben wir noch haben. Hier, ne, 12 von diesen Punkten. Das ist super klasse. Spähpunkten. So, und jetzt will ich mal ganz kurz gucken bei Mission Spähen, wie viel wir da momentan haben. Ihr seht es, wir haben 22, also ich kann eine machen und dann war es das schon wieder. Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen warte, vielleicht sogar 2 von denen hier. Und dann müssen wir hoffen, dass da alles dabei ist, was wir halt brauchen. Wenn nicht, verzögert es sich um einen Tag. Aber gut, wir machen weiter mit der Kapitelmission. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich hier ein bisschen was gezeigt habe. Aber ich wollte das nicht offscreen machen. Ich wollte euch nicht den Moment der Freude nehmen, diesen grandiosen Moment, wenn wir 2 unserer Charaktere auf Level 20 bringen. So, wir gehen hier rein und wie gesagt, ich werde jetzt erstmal Black Widow und Daredevil können leveln. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Charaktere, die nicht leveln können, lassen wir zu Hause. Zum Beispiel können wir hier Luke Cage oder Hulk zu Hause lassen. Ich lasse einfach mal Luke Cage zu Hause, weil wir Hulk haben und nehmen dafür dann Vision mit, damit er einfach nachlevelt. Es reicht, wenn wir einen Tank momentan haben. Dann haben wir noch Daredevil, Black Widow und hier auf jeden Fall ein Teamwork. Mal schauen, wen wir dabei haben. Bobby, Ice Chew. Hier haben wir zum Beispiel einen Falcon. Ich würde sagen, den packen wir mal ein. Ja, oder wisst ihr was, den packen wir nicht ein, wir nehmen hier, oder doch, kommt, wisst ihr was, wir nehmen den mit. Wir nehmen die, nein, Quatsch, was mache ich denn da? Wir nehmen den Falcon mit, der ist zwar Level 24, ist schon ein bisschen weiter, aber ist auch egal, hat das auch keinen besonders starken Nutzen für uns, aber komm, ich zeige ihn einfach mal. So, das Besondere an Daredevil jetzt, wo er seine Passive hat, ist natürlich, dass er in der Lage ist, unsichtbare Einheiten, die versteckt sind, also Einheiten, die versteckt sind, anzugreifen und Einheiten unter Schutz, standardmäßig. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann komplett andere Itemsets anlegen und muss nicht darauf achten, in der Lage sein zu können, unsichtbare Einheiten anzugreifen. Und außerdem möchte ich gerne mal nachher Black Widow einwechseln, aber zuerst machen wir mal Täuschungsschlag. Denn ihr wisst ja, wir wollen Daredevil ein bisschen leveln.
Und Schlagstock, Niederschlag war immer eine langsame Aktion und demnächst ist sie eben normal. So, das Besondere an Falcon ist, er hat Red Wing mit dabei. Kann ich ja mal ganz kurz zeigen hier. Falcon setzt sein einzigartiges Jump Pack mit Flügeln sowie traditionellere Waffen ein, um Gegner mit geschickten Luftangriffen zu überwältigen. Seine Red Wing Drohne, übrigens in den Comics, das ist ein richtiger Falke, Red Wing. In den Filmen wurde er als Drohne vorgestellt, aber gut. Fungiert als Kraftmultiplikator, sodass Falcon gegen jeden Schurken bestehen kann, der seinen Weg kreuzt. Also mit anderen Worten, Red Wing agiert eigenständig. Schauen wir ganz kurz, er hat Kombo-Punkte und er agiert mit Ausdauer. Dann greifen wir doch mal an mit, schauen wir jetzt mal ganz kurz das hier an. Entfernt und verhindert heimlich. Das ist ja klasse. Also er aktiviert seine Brille hier und visiert auch noch Gegner an. Genial. Was macht das hier? Tauchbombe. Okay. Ein Gegner ist wohl seine 3-Sterne-Fähigkeit. Scheint extrem stark zu sein. Extrem schnell. Verzögert sich auch ein bisschen. Fliegt hoch und greift an. So ähnlich wie Vision. Kämpfen und fliehen. Was ist das? Wo ist 50% Schaden? Okay, wenn ein Gegner praktisch Debuff hat. Verstehe. Und was macht das hier? Ei, Gegner. Na gut, machen wir das doch mal zuerst hier. Nicht konterbar. Auf sein Gesicht. Nicht schlecht. So, gut. Dann machen wir mal das hier. Kämpfen und fliehen. Auf A. Auch sehr, sehr stark diese Aktion. Dann greifen wir mal B an. Und Hulk soll mal kurz die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So rum. Damit Red Wing angreifen kann. Ach ja, jetzt ist Red Wing dran. Das seht ihr hier. Er hat eigenständige Aktion. Das ist ja super klasse. Regeneriert eine geringe Menge Gesundheit auf sich selbst. Auf Falcon wahrscheinlich. Also regeneriert Falcon. Steigert Ausweichen 25%. Okay, gut. Was macht das hier? Kann nicht gekontert werden. Macht einen Kombo-Punkt. Okay. Diese Aktion kann auch nicht gekontert werden. Also kann anscheinend generell nicht gekontert werden. Was macht das hier? Auch nicht konterbar. Okay, gut. Greifen wir mal an. Wäre ja auch komisch, wenn man Red Wing kontern könnte. Alles ein Gegner, ein Ziel mit verschiedenen Startveränderungen. Greifen wir mit Luftschlag an. Alter Schwede, nicht schlecht. Ich muss sagen, Falcon gefällt mir ziemlich gut von der Spielidee her, dass er eben Red Wing hat, der eigenständig agiert. So, der ist jetzt natürlich übertrieben stark, weil er eben entsprechend ausgerüstet ist. Aber ich will ihn ja auch ein bisschen leveln. Wir müssen schon seine Fähigkeiten benutzen. Bei normalen Gegnern spielt es ja auch keine Rolle. Sehr schön, ihr seht es, die beiden leveln wieder. Auch Vision levelt ein bisschen nachträglich. Das ist super klasse so. Und wir haben ganz, ganz viel Level-Up-Zeug, um Falcon nachzuziehen, wenn wir ihn auch endlich haben. Und wenn die Gegner in der Storyline dann mal irgendeinen Infiltrator einsetzen, irgendeinen Infiltratorschläger, dann werden wir natürlich den guten Falcon benutzen. Wen haben wir denn hier? Thunderlord hat einen Luke Cage. Das ist ziemlich cool. Ich würde aber sagen, ich nehme jetzt hier Spidey, Level 20 Spidey. Ganz einfach deswegen, weil wir Spidey zu selten gesehen haben. Oh, wir essen hier. Aha, Commander Owl hat hier also Electro. Den haben wir ja schon mal gesehen vom guten Terra. So, schauen wir ganz kurz durch. Hier ist niemand, den ich sonst noch einsetzen könnte. Vielleicht Commander Shadow Spectre. Aber Shadow Spectre wird mir auch nicht angezeigt. Also ihr seht, das ist manchmal echt komisch. Manche Charaktere werden angezeigt oder manche Commander werden angezeigt und manche nicht. Das variiert. Also nicht böse sein, wenn ich eure Charaktere mal nicht einsetze. Dann liegt das entweder daran, dass ich eben lieber mal einen anderen Charakter mitnehmen möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel wie Spidey, weil wir den so selten gesehen haben, weil Spidey cool ist. Oder weil ihr eben einfach gerade nicht aufgeführt werdet. Ja, diese Mission wird einfach wieder ein kleines bisschen länger. Diese Folge wird ein kleines bisschen länger, weil wir ja hier, weil ich am Anfang viel gezeigt habe, weil es insgesamt 3 Kämpfe sind. So, wir greifen mal A an. Wir sollen ja Alienschläger vermöbeln. Das machen wir lieb gerne mit unseren tollen Fähigkeiten. Wird vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich immer Daredevil ganz am Anfang habe und einsetze. So, versuchen wir es mal anders. Ich wechsle mal Daredevil aus. Und zwar gegen Black Widow. So, sie kommt rein und sagt sofort, denkt an Budapest, Leute, denkt an Budapest. Und das macht entdeckt und verhindert heimlich. Und entfernt und verhindert Schutz.
Das ist ja klasse, das ist also in der Klemme. Also wenn sie eingewechselt wird, das heißt, Black Widow ist eigentlich kein Charakter, Mist, das war der falsche. Black Widow ist eigentlich kein Charakter, den man direkt von Anfang an einsetzt, sondern eigentlich ruft man sie später, wenn man in der Klemme steckt, einfach mit hinzu. Wäre ja cool, wenn sie jede neue Welle so beginnen würde oder so. Oder jede Runde, wie auch immer. Aber gut, greifen wir mal an auf B, denn B ist als nächstes dran. B hat's überlebt. Na gut, sei es drum. Und Spidey springt ihm mal ein bisschen auf den da mal ein bisschen auf den Kopf rum. So, und Black Widow greift an mit Witwenstachel. Mehr oder weniger so ein doppeltes Spinnenteam, Black Widow und Spider-Man. Perfekt, das haben wir geschafft. Weiter geht's. Ich will ja diese Marken sammeln, deswegen werde ich offscreen wahrscheinlich noch ein bisschen grinden oder vielleicht sogar schon die nächste Mission machen, um ein bisschen von diesen Spezialoperationsmarken zu sammeln. Die sind ja so wichtig. So, es sind noch mehr Kree-Anführer auf dem Weg zu euch. Könnt ihr nochmal aushelfen? Das wäre echt klasse. Klar, wir haben ja auch nichts Besseres vor und müssen nicht unser Team und einen Weg nach Hause finden und vor den mörderischen Aliens entkommen. Es tut mir echt leid, dass ihr euch darum kümmern müsst. Also fast echt leid. Also habe ich Groot gebeten, euch zu helfen. Er war gerade in der Nähe und ich dachte, es wäre einfach prima, wenn ihr diese Sache zusammen angeht. Das wird bestimmt ein Spaß. Zeigt es dem Kree Imperium. Ich bin Groot. Und da haben wir es. Nicht sterben. Okay, gut. Also Aim, Mech, Sol, Dat. Was auch immer das ist, wir gucken es uns einfach mal an. Also ein A-Mech-Soldat, sprich A-Mech-Soldat. Es sah nur so lustig aus, guckt euch das mal an. So Aim, ach so Aim, E-I-M, ne? Aim-Mech-Soldat. Aber gut, klicken wir den mal an. Denn hier haben wir den nächsten Kampf, also viel Aim wahrscheinlich hier, also wieder keine Aliens. Mist. Aber gut, Black Widow ist wie gesagt unsere Geheimwaffe, um eingewechselt zu werden. Hulk ist unser Main Tank. Hier wechseln wir mal kurz aus. Und wir nehmen mit, wen nehmen wir denn hier mal mit? Irgendein Charakter, ja. Hier, wir nehmen einfach mal Commander Heath mit. Denn er hat einen Taktiker Iron Man. Also, auf geht's. Ich mag diesen Iron Man, ja. Ich finde ihn ja irgendwie cool. Er hat so ein bisschen Style, muss ich sagen. Weil er eben kein Vernichter ist, sondern eben Taktiker. Das zeigt eben auch diese taktische Seite von Tony Stark, von Iron Man. So, wir greifen weiterhin an. Klar, ich benutze momentan so oft Daredevil, weil ich eben seine Fähigkeiten auf 3 Sterne bringen will. Das ist der einzige Grund. Und ihr seht, normalerweise, wenn wir das eingesetzt haben, ist Daredevil erst ganz spät da hinten dran. Und wenn die Fähigkeit normale Geschwindigkeit hat, ist er vielleicht noch mal ein bisschen früher dran als zu spät. Damit er dann den Gegner früher wieder auf den Kopf springen kann. So, und apropos, wir greifen mal B an. Kosten erstattet, das ist super klasse. Wir critten ziemlich oft und machen 2 Schuss auf ihn hier. Okay, der hat's überlebt. Ich meine, der ist doch erst Level 19. Greifen wir mal an mit Wutschlag. Ist vielleicht noch nicht so gut ausgerüstet. So, wir können wieder springen. Wir springen auf A. Und dann springen wir, dann schlagen wir C. So, und Hulk greift bitte mal B an. Zack, perfekt. Welle 4. Okay, wir haben noch eine Welle vor uns. Ich würde mal sagen, wir greifen mal B oder A. Wir greifen mal A an. Weil A wäre jetzt nämlich in der Lage, Hulk großen Schaden zuzufügen, theoretisch. Praktisch sieht das anders aus. Praktisch ist er einfach viel zu stark, egal wen wir angreifen. Greifen wir mal hier den da an, so. Und Iron Man darf einfach mal Raketen schießen. Raketenbatterie! Okay, jetzt kein so großer Schaden. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, muss aber nichts heißen. Schlagstock, Niederschlag. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von diesem Iron Man, aber wenn er nicht gut ausgerüstet ist... ja, gut. 2 Stück, warum denn eigentlich nicht? Zum Glück haben wir Iron Man dabei, der regelt das Ganze. Und dann... Warum sind wir nicht nochmal dran? Verstehe ich nicht. Aber gut, dann greifen wir mal an mit... Nein, das machen wir nicht. Wir machen taktische Einschätzung. So, dann machen wir mal unglaubliche Masse. Gut, es dauert lange dran, bis Iron Man wieder dran ist. Schade.
Ja, mach ruhig Schild, gar kein Problem. Wir machen hier mal Weltenbrecher. So, einer ist gestorben, der andere hat mit seinem jämmerlichen Schild überlebt. Dann greifen wir mal an mit Schlagstock Niederschlag. Und das war's für alle beide. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sehr gut, viel gewonnen und nichts zerronnen, das finde ich super. Die AIM-Typen sind erledigt. Kann ich mich eine Minute umsehen? Ich möchte nachsehen, ob die Jungs Antimaterie-Pfeilspitzen verkaufen. Ja, das wäre ziemlich gut. Korath, der Verfolger. Den werden wir auf jeden Fall sehen in der nächsten Episode. Ich gehe mal ganz kurz hier bei den Helden schauen. Da hat sich doch bestimmt irgendwas getan in der Zwischenzeit. Schauen wir mal ganz kurz. So, bei Daredevil hat sich nämlich was getan. Bei den Versuchen hat sich was getan. Und es ist... okay, Täuschungsschlag muss ich noch viermal benutzen, aber Schlagstock-Niederschlag hat sich verbessert. Grandios! 3 Sterne! Geschwindigkeit ist jetzt normal. Perfekt, was macht es auf 4 Sternen? Auf 4 Sternen aktualisiert den Schadenswert auf 3... Oha, der Schadenswert geht richtig hoch. Okay, gut, also 4 Sterne lohnt sich auf jeden Fall hier auch. Und was macht Täuschungsschlag? Täuschungsschlag reduziert die Ausdauerkosten nochmal auf 4 Sterne. Das ist ja auch klasse. Und der Schaden geht leicht hoch. Na gut. Auf jeden Fall hat sich das hier richtig, richtig gelohnt in dieser Episode für Daredevil. Schauen wir doch mal ganz kurz bei den Aufgaben rein, was wir hier noch zu erledigen haben. 4 Alienschläger zu besiegen und 3 PvP-Spieler. Also, es sieht folgendermaßen aus. Ich werde jetzt die nächste Episode vorproduzieren. Vielleicht wieder am selben Tag releasen, vielleicht einen Tag später. Ich weiß noch nicht genau, je nachdem, wie ich Zeit habe. Lasst euch da einfach mal überraschen. Und dann werde ich quasi nächste Mission, werden wir dann die restlichen Alienschläger verprügeln. Und dann, weil es ja nur ein Kampf ist, noch ein bisschen PvP machen. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Wir haben es ja letztes Mal geschafft, uns auf Gold hochzuspielen. Mit einer Siegesserie von 4. Vielleicht kommen wir noch höher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir 3 PvP-Spiele machen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Dann mache ich zukünftig alles besser. Und ansonsten danke ich nochmal herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich darf ich in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig auf euch freuen. Also, vielen Dank und bis dann. Tschüss.